Es war, Freunde, willkommen zur zweiten Halbzeit, wenn wir denn so wollen. Auch wenn es hier keine Viertelstunde Pause gab, sondern nur ein paar Sekunden, so ist Spiel 18 von 36 doch immer das Bergfest, wo jeder mal schaut, wie ist der Zwischenstand, wie liege ich im Rennen. 683 zur Hälfte der Liste, das ist sicher ein sehr guter Zwischenstand und entsprechend frohgemut gehe ich jetzt in die zweite Hälfte und die startet natürlich gleich mit einem Paukenschlag. Wieder in Mittelhand ein ganz starkes Spiel und mit Pik 10 gefunden habe ich jetzt wirklich einen guten Gang. Da drücke ich 14. Eine Farbe habe ich schließlich nicht, also lieber das Bild mit runter. Auch mit den beiden Luschen ist vielleicht ein Schneider möglich. Allerdings hätten dazu wohl die Buben kommen müssen oder sollen. So wird der Schneider natürlich schwer. Gerade auch, wo ich im Aufschlagstich das Herz Ass jetzt schon rausgenommen habe. Jetzt entwickelt sich das Spiel aber hier ganz gut. Es fliegen verdammt viele Kreuzen weg. Es fliegen so viele Kreuze weg, dass da plötzlich die 10 kommt. Da hat Dennis hier irgendwie ein bisschen Unmut abgeworfen. Da hätte er vielleicht besser dann die Herz Dame abgeworfen. Andererseits hat er vielleicht geahnt, dass ich ihn dann mit dem Buben wieder einspiele und auf die Kreuz 10 Schnippel. Trotzdem wäre das für sie wohl besser gewesen. Und es geht weiter. Ja, manchmal ist es doch so schön und so einfach. Das nennt sich ein kleiner Lauf. Wieder das dritte Spiel hintereinander und gefühlt wieder ohne Probleme. Allerdings, ich mache hier mit nur drei Augen im Keller nicht etwa den Grang. Der kann gegen Jungs in einer Hand und Kreuz zu dritt ganz schnell eklig werden. Das Risiko muss ich nicht gehen. Das Kreuzspiel hat ja eine große Schneiderschance und ist sehr schön. Und ihr habt es auch gesehen im ersten Trumpfstich. Es stehen offenbar die Trümpfe schon zu viert dagegen. Nur die Dame geht raus. Also auch dieser Sicherheitszug Trumpf unter durch, mit dem ich mich genau gegen Trumpf 4 zu 1 versichern möchte, der war hier wohl nötig. Jetzt kommt Herz Lusche. Gut, da schmeiß ich ab. Da bin ich relativ arglos. Und nun guckt euch das an. Das ist genau, was ich sage. Man soll sich bei diesem Spiel einfach nicht zu sicher sein. Obwohl ich für Passe, Passe rankomme, ist die Verteilung extrem. Trumpf zu viert und Herz zu fünft. Also da hätte der Grang ganz schnell einen komischen Eindruck machen können. So kratzt mich das natürlich nicht. Dafür ist das Spiel zu stark. Obwohl jetzt natürlich Schneider gegen die vier Trümpfe nicht mehr drin sein dürfte. Gewinnen werde ich natürlich jetzt auf jeden Fall. So wie es jetzt stand, wäre der Grang übrigens natürlich auch gegangen. Tosa Inu hätte, wenn ich die Buben ziehe und dann Kreuz König spiele, selbst wenn er noch einmal taucht, er hätte dann einfach nicht das Überspiel in Herz gehabt, weil fünfmal Herz tatsächlich bei Dennis standen. Aber nur eine Karte anders und ich hätte ganz gut zu knistern gehabt. Deswegen alles so in Ordnung. Spiel 21. Nach dem kleinen Sturmlauf, der mich jetzt wirklich sehr gut in Führung gebracht hat, kann ich natürlich auch wieder ein bisschen runterkommen, Luft anhalten und hier mit drei Assen dagegen erstmal mal das Spiel von Dennis angucken. Der wird zumindest hier gleich in der Pik 10 erwischt. Das heißt, Pik 10 König bei Karte ist schon mal klar. Hier auf Trumpf, ich tue noch nicht das Trumpf Ass rein. Das kann auch mal falsch sein, wenn mein Partner trotzdem Kreuz Buben rausnimmt und das Ass dann weggeht. Aber falls er doch tatsächlich irgendwo vier Trumpf hat oder auch nur drei Trumpf, dann möchte ich ihn hier noch nicht zwingen, gleich den ersten rauszunehmen. Auch Dennis noch nicht so schnell den Trumpfstand erklären. Nun sieht man aber natürlich an dem Herzbuben, dass es hier ein Siebentrümpfer ist. Und damit nehme ich jetzt Kreuz Ass natürlich sofort raus. Nur noch Schneider frei. Laufen, 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 dass wir aus dem Schneider kommen. Mehr war hier nicht drin. Dieses Spiel in Mittelhand, zwei Asse, eine 10 Kreuz Bube. Naja, wenn es taktisch angemessen wäre, könnte man da auch mal 18 sagen. Aber bei diesem guten Zwischenstand halte ich das absolut nicht für angemessen. Und vermutlich wäre ich auch nicht rangekommen, denn Dennis hat meinen Grang abbekommen. Hat 4 Herz dabei. Das hatte ich. Ich habe ihn hier mit Absicht in Herz eingespielt, um erstmal Abwürfe rauszunehmen. Und nachdem jetzt hier das Karo Ass fällt, hat er ja nur noch eine unbekannte Karte, noch zwei Buben, drei Herzen.
Und dann wird er wohl Pik 10 im Keller haben und die 8 in der Hand, damit das ganz sicher geht und wir auch Maximalpunkte rausholen. Spiele ich ihn jetzt einfach nochmal ein Herz ein. Na, komm selber, heißt das quasi, tritt selber an mit deinem Rotz, dann mache ich es meinem Partner am einfachsten. Und in der Tat sind wir gut rausgekommen. Ich wollte es doch sagen, irgendwann müssen die Karten doch auch noch mal zu Tosa Inu und ein wenig zu Dennis wandern. Nicht ganz so einseitig, obwohl mir hinterher Dennis schon schrieb, typisch Dreiertisch, sehr einseitig verteilt da die Karte, halte ich ja auch für ein kleines Vorurteil, Gerücht. Immer wenn es dann natürlich so ausgeht, dass einer den Tisch klar gewinnt, dann heißt es wieder, na klar, war ja wieder Dreiertisch. Aber die sind ja hier beim Online-Skat, gibt es ja nur Dreiertische und ich glaube, dass sich da die großen Listen genauso die Waage halten wie auch an Vierertischen. So, Dennis und Tosa Inu hier laufen im Gleichschritt 464 und ich natürlich weit vorne weg, aber 12 Spiele kommen noch, plus dieses hier, mit anderen Worten, da traue ich beiden auch noch zu, wenn ein bisschen Karte kommt, einen großen Antritt hinzulegen. Und Tosa Inu legt hier los mit einem Gang Hand. Na, es geht doch. Kreuz Ass 10. Dass er jetzt hier nicht über Buben startet, sondern über die lange, über die Beikarte geht, deutet natürlich ganz klar darauf hin, dass das hier ein Spiel mit nur zwei Buben ist, ohne den Kreuz Buben, dass er es sich nicht leisten kann, mit einem Buben hinzuziehen. Wenn er vier Buben hätte, würde ich eher erwarten, dass er auf Schneiderchancen mit seinen Fehlkarten anfängt und nicht über die Stehkarte geht. Deswegen, das sind klare Indizien. Und jetzt wird jetzt hier auch die Pik 10 gestochen mit dem Kreuz Buben, also Kreuz Ass 10, 5 mal Pik. Ein Bube wird wohl liegen, sonst hätte mein lieber Freund Dennis nicht so hoch gestochen. Von daher auch hier ganz klar, einen Stich sollten wir noch machen, um rauszukommen. Sehr viel mehr ist jetzt nicht zu erwarten. Und entsprechend gebe ich jetzt hier auch auf. Jetzt kommt natürlich nur noch die Pik-Batterie. Da haben wir natürlich wieder einen kleinen Ansatz. Einen kleinen Ansatz, den man vielleicht sogar noch ein wenig höher hätte ziehen können, bis 0 oder so. Allerdings vermute ich, wenn eine Reizung aus Hinterhand kommt von Tosa Inu, der auch eher ein ruhiger Vertreter ist, nicht seine Karte überzieht in aller Regel, dass da ein Spiel mit 2 dahinter steckt, beziehungsweise bei meinem Stand jetzt ein 0 zu reizen, auch wenn es mit 7, 10 Dame nur, naja, so anderthalb Faule sind. Na, ich wollte es mir nicht geben. Und so wie die Karte hier aussieht, wäre ich wohl auch nicht rangekommen. Es war in der Tat ein Zwei-Farben-Spiel. Pik mit zwei Schneider, ganz starke Karte. Soweit alles in Ordnung. Anders sieht es natürlich hier aus. Bei Passe, Passe sowieso, aber dieses Spiel hat natürlich Riesenchancen für den Nullover. Mit der Findung habe ich ja jetzt auch sogar was anderes. Ich könnte jetzt fast den Grang machen. Allerdings, wenn dann drei Jungs in einer Hand stehen, was auch ab und zu mal sein kann, dann habe ich hier mit Rosinen gehandelt, von daher nicht wegen 2 Punkten Unterschied ins Risiko. Da bleibe ich beim Nullover, kann das Kreuz Ass noch mit drücken und spiele die Pik 9 auf. Nur wenn 6 mal Pik in einer Hand wäre, wäre das Spiel tot. Das kann ich mir gerade bei Passe Passe absolut gar nicht vorstellen. Also ein 99,99% Nullover und der wird natürlich auch gewonnen. Damit bin ich auf Kurs und wenn du auf Kurs bist, dann kannst du etwas risikoavers spielen. Dann muss man also solche Karten wie diese hier, man muss sie nicht, man darf sie vermutlich nicht mehr testen mit nur einem vollen. Das ist ja viel zu dünn, auch wenn man selbstverständlich, wenn man einen Buben findet und in Pik oder Karo was dazu, ein schönes Spiel hätte. Aber das sollte man einfach nicht versuchen. Jetzt wird Herz gespielt, das ist natürlich eine Überraschung. Da habe ich 5 Trümpfe dagegen.
Allerdings die Beikarte eine Katastrophe bestehend aus ganz vielen Bildern. Im ersten Stich nehme ich erstmal das Trumpf Ass raus, um jede Chance gleich im Keim zu ersticken, dass hier nachher über ein Gabelspiel am Ende mein Trumpf Ass noch in Feindes Hand geraten könnte. Und dann mit den 5 Trümpfen natürlich blank raus und mal schauen, wie sieht die Beikarte aus. Aber Tusa Inu, der geht sofort über die Dörfer, fängt hier auch noch Karo 10, das heißt, der hat ein Spiel. Und was haben wir da? Ein Herz ohne 9. Also, Trumpf 8 war hier die höchste Karte. Das Spiel war natürlich mit 20 im Keller und sollte nur über die Beikarte gehen. Das hat auch hingehauen. Also 100 Punkte, mehr als ein Gang mit rein, dafür auch ein bisschen größeres Risiko. Tosa Inu gibt noch mal Gas, der kommt noch mal ran. Nun sehe ich hier aber wieder was. 3 Buben, 7 Trumpf in Kreuz, aber Dennis hält dagegen. Mensch, ist denn das vertretbar, was du da machst? Ich kann natürlich auf keinen Fall mehr als 24, ich habe ja nicht ein einziges Volles im Blatt. Schlechter Findung kann auch der Siebentrümpfer sehr übel werden. Nun spielt Dennis Grang und das ist natürlich an sich gar nicht so eine gute Nachricht, denn dann wird er natürlich eine starke Beikarte haben. Gut, gucken wir mal, wie er mit meinen 3 Buben klarkommt. Pik 10 muss ich natürlich jetzt erstmal verhaften und ich tappe im Blinden natürlich, ich weiß es nicht, aber letztendlich, ich habe eine lange Farbe, da versuche ich mir jetzt was hochzuspielen und seh an, seh an. Tosa Inu hat das Kreuz Ass. Und jetzt sieht es natürlich gut für uns aus, denn auf den Pik-Stich kann ich tatsächlich noch eine Karo abtragen, eins von meinen hängenden Bildern entsorgen. Und jetzt kann es natürlich höchstens noch einen Stich für Dennis geben, wenn er sich am Ende richtig entscheidet. Und er entscheidet sich richtig, hat aber nur 50 Augen. Und 50 Augen ist ja gar nicht so wenig. Er hat 2 volle im Keller, die Kreuz 10 und das Karo Ass. Da muss man sagen, den hat er nicht so glücklich gespielt. Pik 10 zu ziehen war hier ein großes Risiko. Wenn der Doppelläufer kommt, gewinnt er natürlich. Aber das Problem war, wenn der nicht kommt, dann kann nach der Kreuzübergabe auf den nächsten Pikstich ich noch eins von meinen roten Bildern abschmeißen. Und an der Karo Lusche auf dem Buben im ersten Stich war doch schon einigermaßen erkennbar, dass der Karo König wohl bei mir sitzt. Also zieht Dennis statt Pik 10 einfach nur Karo 10 und Herz Ass. Dann gewinnt er leicht mit 68 oder mit 64. Auf jeden Fall bekommt er ein volles mehr, ein Bild von mir mehr. Den hätte er also nicht unbedingt verlieren müssen. Gut, 40 Punkte für mich, Glück für mich. Danach bei Passe, Passe wieder ein Spiel, was man auch am liebsten für Passe, Passe bekommt. Denn es ist nur ein einfacher Karo. Dafür gut gefunden, 0 Augen gedrückt. Im ersten Stich bleibt das Trumpf Ass schon wieder stehen. Und das bedeutet doch, garantiert sind wieder irgendwo mindestens 4 Trümpfe dagegen. Es fiel sogar Trumpf König, Trumpf Lusche. Also im schlimmsten Fall können jetzt sogar 5 dagegen stehen. Und da lohnt es sich doch mal drüber nachzudenken, wie wir das Spiel jetzt am besten fortsetzen. Trumpf von oben, dann fliegt gegen 5 Trumpf womöglich die blanke Herz, die letzte Herz-Lusche raus. Und das Spiel wird eklig. Trumpf von unten kann bedeuten, gegen 5 Trumpfe komme ich plötzlich zu kurz. Insofern entscheide ich mich hier einfach mal die Herz 10 fortzusetzen. Das Schlimmste, was dann passieren kann, wäre, dass der Zweitrümpfer, also der Trumpf kurze Mann sticht. Das will ich natürlich nicht hoffen, aber es sieht tatsächlich so aus mit dem Herz Buben. Und so war es tatsächlich. Also von daher, für die konkrete Verteilung habe ich jetzt hier nicht unbedingt den besten Verlauf gefunden, habe ich jetzt hier eine Fortsetzung gefunden, die es den Gegnern erlaubt, aus den Schneider rauszukommen. Das wäre wohl nicht gelungen, hätte ich einfach Trumpf von unten gespielt. Aber Sicherheit kommt nun mal zuerst beim Skat. Ich wollte gegen jede Verteilung das Spiel gewinnen und so gelingt das auch. Ja, hast du fast 1100 liegen bei Spiel 30, dann kannst du ganz entspannt schauen, was da noch kommt. Die Pflicht ist ja schon erfüllt. Alles, was jetzt noch an Spielen dazu kommt, ist die Kür. Und insofern erstmal hier zu sehen, Tosa Inu, der ist auch kein Kind von Traurigkeit. Der hat die Reizung ernst genommen.
die 20er Reizung und spielt den Buben aus zum Grang, hat Glück, dass die Buben verteilt sind, hat sogar hier noch Pik Lusche Lusche an der Seite. Also das Spiel wäre garantiert in die Hose gegangen, wenn einer zwei Buben hat. Aber wie gesagt, die Reizung hat es schon annonciert, dass die verteilt sind. Also gut gespielt. Wobei mir dazu einfällt, ich habe schon mal in Vorhand mit zwei roten Buben, einer 7er Länge und einer blanken Dame Granghandschneider angesagt gespielt, nachdem Mittelhand 20 reizt und Hinterhand 24. Ich war mir so sicher, dass die Buben verteilt sein müssen. Tja, was soll ich sagen? Sie waren es nicht. Der eine reizt mit zwei Alten nur bis 20 und der andere ohne Buben noch bis 24. Sehr verdächtig, da habe ich natürlich auch keinen so guten Eindruck gemacht. Hier habe ich jetzt noch ein Kreuz, der mit seinen sechs Trümpfen auch eigentlich nur die Stärke hat, dass ich 20 im Keller hatte. Und das hat eben Tosa Inu auch wieder klasse gespielt. Ich habe im Aufschlagstich gestochen, wollte meine blanke Herzdame nicht beischmeißen, um die Karte nicht zu verraten. Trotzdem fällt auf meine Herzdame im dritten Stich sofort Ass und König. Also das ist maximal unangenehm für mich natürlich. Und jetzt muss ich natürlich erstens hoffen, dass der Trumpfstand noch gleichmäßig ist. Das ist er, es fehlt jetzt nur noch Kreuz Bube. Aber ich brauche trotzdem natürlich jetzt noch einen glücklichen weiteren Verlauf. Wenn ich Trumpf jetzt rausspiele, dann habe ich nur noch die Trumpf Kreuz Dame, kann danach vielleicht noch was Volles stechen, aber verliere Pik Lusche und Pik König. Ich versuche mir also hier jetzt unter durchzuspielen, den Pikstich zu etablieren, den Pik-König-Stich. Da wird zwar dann die Pik 7 abgetragen, aber hinten muss noch einmal bedienen und deswegen komme ich hier mit dem Karo Ass gerade so auf 62. Also, das war eine knappe Kiste, aber es ist gut gegangen und damit sind jetzt natürlich die Punkte im Sack und die Stimmung ist gut. Die 32, also jetzt sind wir absolut auf der Zielgeraden. Tosa Inu kann auch noch was werden, irgendwo so ab 1050, 1100 geht die Grenze los, wo es meistens bei so einer Turnierliste Geld zurückgibt. Das ist also für ihn das nächste Ziel. Ich habe hier im Aufschlag aus dem Drilling schön das Ass von meinem Partner getroffen. Dann natürlich fast ärgerlich, dass ich nicht gleich im Bild gespielt habe. Aber die Lusche ist in aller Regel besser, denn häufig sitzt das Ass ja auch beim Alleinspieler und der kann es sich im ersten Stich noch nicht erlauben zu schnippeln. Nun sind wir mal gespannt, ob das Spiel gegen die Trümpfe bei meinem Partner gut geht, aber wo hier fehlkommt, da bin ich mir schon ziemlich sicher, es ist ein trumpfstarkes Spiel, sonst wäre jetzt Trumpf weitergekommen und ich schnippel jetzt zwar hier nochmal mit der 10, aber nur weil wir 31 schon haben, nicht weil ich vermute, dass wir noch so viel bekommen. Wenn es dann allerdings doch anders steht, wenn Dennis noch ein paar Trümpfe dagegen hat, dann hat natürlich Tosa Inu auch noch ein paar Karos, das war zumindest meine Überlegung und dann können wir die Karo 10 noch gebrauchen. So haben wir unsere 31 erreicht. :0 1062, also er bleibt mir im Nacken. Er kann auch noch leicht an mir vorbeiziehen. Und hier sage ich natürlich nochmal 18 und die Findung ist zwei Luschen drin. Natürlich habe ich fünf Trümpfe, die werde ich ja bei dem Spiel immer irgendwie zusammenbasteln und auch zwei Seitenasse. Aber das Spiel ist natürlich ohne Trumpf volles und ohne Zuchtbuben, dann noch mit diesem Karo-Bild an der Seite, kann das ganz ekelhaft werden, wenn Herz jetzt nicht 2-2 steht und dann kommt auch noch Herz auf den Tisch. Das deutet natürlich darauf hin, dass er zu dritt steht. Also, da heißt es jetzt wirklich nochmal Daumen drücken. Trumpf sollte glatt stehen. Das könnte hier natürlich eine Schlüsselkarte werden, so oder so. Das kann natürlich bedeuten, dass mir gleich dann noch Karo 21 abgestochen werden. Wenn aber nicht, dann habe ich hier natürlich eine sehr
guten Schnitt erreichen können mit der Karo Dame, und jetzt steht Trumpf auch ganz glücklich, und das sollte es doch gewesen sein, obwohl hier Trumpf zu viert dagegen steht und ich jetzt auch wieder eingeschoben werde, obwohl auch Herz zu dritt steht, konnte ich jetzt das Spiel gewinnen, dank dem glücklichen Verlauf in Karo, also einmal durchpusten, 1255 und noch drei Spiele zu laufen. Ja, jetzt erstmal wieder Schnauze halten und beobachten. Ja, er lässt sich nicht abschütteln, zumindest nicht freiwillig. Tosa Inu hat das Spiel bei 24. Erstmal macht mir meine Karte ja nicht viel Hoffnung. Wo er nur links Pik spielt, kann zumindest was gehen. Vier Trumpf habe ich dagegen. Der Kreuzbube muss ja noch bei meinem Partner sein. Aufschlag Herz sehe ich auch nicht ungern. Kann bedeuten, dass mein Partner da die Herz 10 stechen kann oder möchte. Jetzt haben wir allerdings hier in Kreuz die Stechfarbe gefunden und es ist auch ein Sechstrümpfer mit beiden Vollen. Da muss ich natürlich jetzt von meinem Plan abweichen, zumindest insofern, wenn Herz 10 Lusche noch bei Tosa Inu ist, also was heißt von meinem Plan, von der Idee, dass mein Partner Herz 10 stechen kann. Das geht natürlich schon nicht mehr, weil er keinen Trumpf hat. Und wenn Tosa Inu noch die Herz 10 in der Hand hat, dann wird er wohl auch das Spiel gewinnen. Ich muss jetzt darauf hoffen, dass er seinen Drilling in Karo hat und nur einen blanken Herz. Und dann mache ich es jetzt meinem Partner natürlich ganz klar, indem ich Herz fortsetze. Damit ist die Karte geklärt für mich und jetzt auch für Dennis. Also in der Tat, Herz 10 noch bei meinem Partner. Der hat aus der 10 zu dritt ausgespielt und dann muss Tosa Inu drei Karos haben. Und insofern, auch wenn er an sich noch die beiden Trümpfe mir abziehen könnte, kommt er einfach zu kurz, denn ihm fehlt hier auch der Karo König. Er kann sich also nichts etablieren und das bedeutet, dass wir dieses Spiel mit Hilfe der vier Trümpfe ihm doch umbiegen konnten. Und damit müsste ich ihn doch jetzt abgeschüttelt haben, habe nochmal 40 Punkte bekommen und es läuft weiter. Jetzt kommt hier wirklich nochmal ein Raketenspiel nach Vorhand mit Zweien, ein schöner Grang. Den drücke ich mit den beiden Kreuzbildern auf Schneider. Da soll erstmal einer drauf kommen, dass ich hier die Karo 10 schleppe. Tatsächlich, da ist es geglückt. Und nun habe ich nicht nur viele Spielanteile, nun habe ich auch noch das erste wirklich richtig große Spiel. Mein erster 96er in dieser Liste und damit 1441 und noch ein Spiel zu laufen. Ich sagte es ja, ich habe es gespoilert. Diese Liste hat richtig Laune gemacht. Die lief nur für mich. Und jetzt kommt das 36. Spiel. Mittelhand passt, der ist satt, der möchte nicht mehr, hat vielleicht auch nichts. Und ich habe noch zwar nur ein Ass, aber wieder vier Volle und zwei Buben. Da bin ich doch noch mal für 18 dabei. Ich will dieses Spiel, auch wenn es vielleicht knapp wird. Und dann geht die Sonne auf, dann geht die Sonne auf. Dann kommt noch ein Grang hinterher. 13 im Keller. Ich bin jetzt spitz genug, nochmal so zu drücken, dass vielleicht der Schneider gelingt, wenn Pik auf den Tisch kommt. Mit 13 im Keller lässt sich das Spiel in aller Regel irgendwie steuern. Ein ganz bisschen sicherer wäre es wahrscheinlich mit 20 im Keller. So allerdings kann ich dafür gleich das Karo Ass stechen. Gut, Schneider hat trotzdem nicht hingehauen, Herz König stand zu dritt. Aber das ist ja nun wirklich kein Grund zur Klage, nachdem diese Liste hier lief wie auf Schienen über 1500. Das war ein schöner Abschluss. Das gab ein nettes Taschengeld on top. Hoffe, ihr hattet auch eure Freude. Bis bald. Wie immer wünsche ich euch gut Blatt.